Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ich nehme jetzt momentan gerade nicht aus meinem kleinen Stübchen auf, sondern ich bin quer durch Deutschland gereist, von der Ostsee runter in den Schwarzwald, das kleine Örtchen Furtwangen zu Besuch für 2 Wochen. Und ich weiß, dass einige meiner Abonnenten aus Furtwangen kommen. Und deshalb möchte ich dann an dieser Stelle mal aus Furtwangen alle Furtwanger grüßen. Ja, ich nehme vielleicht die nächsten Tage noch mit einem Co-Kommentator auf. Schauen wir mal, ob das klappt. Ansonsten werden die nächsten Aufnahmen jetzt alle hier aus Furtwangen kommen. Schreibt mir doch mal liebe Grüße aus Furtwangen in die Kommentare, wenn ihr dieses Let's Play gerade seht. Würde mich freuen. So, wir waren stehen geblieben und hatten dem Server, sprich dem Affen Bugs, sprich Käfer verpasst. War sehr lustig. Und dadurch haben wir den Server zum Absturz mehr oder weniger gebracht, sodass der Krämer Jorgas und der Meistermagier Markus, hier dieser Lehrer, jetzt wieder in ihre Arbeit gegangen sind, weil sie keine Lust mehr auf das Spiel haben. Okay, also sprechen wir mal mit dem Jorgas. Oder Jorgus. Oder hallo, so. Herr Krämer! Was willst du? Warum sehen Sie so... Warum... Meine Güte, ich habe heute aber auch wieder... Warum sehen Sie so missmutig aus? Ich frage mich, warum Sie so missmutig aussehen. Das dürfte dich wohl kaum etwas angehen, oder? Das nicht gerade, aber... Alles geht den Bach runter. Alles. Naja. Meine schönen Marktstände sind abgebrannt, mein Laden ist geschlossen. Und alles nur wegen dieses Dreckspacks. Sie meinen die Schattenarmee? Unsere eigenen Anführer. Anstatt da herumzuschlawinern, sollten sie lieber mal hart durchgreifen. Ging früher doch auch. Früher habe ich 500 Pfeile am Tag verkauft. Mana-Tränke, noch und nöcher, Stärkungselixiere, Unverwundbarkeitstränke, all das gute Zeug. Aber heute kauft niemand mehr. Alle tot. Und wen kümmern meine Umsätze? Niemanden. Wie schrecklich. Und dann auch noch dieser verdammte König der Diebe. Er stiehlt mir noch die Wurst vom Brot, wenn ich nicht aufpasse. König der Diebe. Ja, ich merke selber, dass ich hier einen leichten Hall in dem Zimmer habe. Daran, dass es nicht so stark möbliert ist. Ich hoffe, das stört bei der Aufnahme nicht. Ich schaue sie mir danach gleich mal an. Wird trotzdem hochgeladen. Fertig aus. Der König der Diebe, wer ist das? Der König der Diebe? Wer soll das sein? Eine elende, diebische Ratte. Sie hat alles Essbare aus meinem Stand gestohlen, während ich WoB gespielt habe. Hat früher schon häufig lange Finger gemacht. Aber seitdem alle anderen Händler weg sind, klaut sie nur noch bei mir. Finde ich nicht ganz unlogisch. Ach was, unfair ist das. Aber mit uns ehrlichen Händlern kann man es ja machen. Was würden Sie mir geben, wenn ich den König der Diebe fange? Wenn ich den König der Diebe für Sie fange, was wäre Ihnen das wert? Du? Was soll ein Winzling wie du schon gegen den König der Diebe ausrichten? Der König ist noch ein gutes Stück kleiner als ich. Außerdem habe ich Erfahrung in der Rattenjagd. Hm, naja. Schaden kann es wohl nichts. Aber ich will ihn nicht fangen. Ich will ihn tot sehen. Töten? Also ich weiß nicht. Hier ist mein Angebot. Du tötest die Ratte und bringst mir ihre Maske als Beweis. Dafür kannst du dir dann 3 Sachen aus meinem feinen Sortiment aussuchen. Und beeil dich. Ich bin bald weg hier. Was soll ein ehrlicher, hart arbeitender Händler noch an solch einem Ort? Ich will meine Rache und dann meinen Frieden. Hm, 3 Sachen. Aber da ist ja nichts. Mal schauen. Wie war das noch mit der Maske des Königs der Diebe? Ja, ich bringe Ihnen die Maske des Königs der Diebe und darf mir dafür 3 Sachen aus Ihrem Sortiment aussuchen? So sieht es aus. Wenn du es nicht schaffst, werde ich Söldner anheuern. Ich will diese Rache! Das habe ich eben nicht ganz akustisch verstanden, da hat es eben gehackt. Okay, das kann ich ihn immer wieder fragen. Die Stadtwache will mich nicht in die obere Stadt lassen. Häuflen. Ich darf nicht in die obere Stadt, dabei muss ich ganz dringend den Erzmagier treffen. Sag nichts. Die elende Stadtwache lässt dich nicht durch. Ich lebe seit über 30 Jahren in dieser Stadt und war noch nie dort oben. Wir sollen zahlen, damit die hohen Herrschaften fein in ihrer oberen Stadt leben können. Aber reinlassen wollen sie uns nicht. Zum Glück zahle ich schon aus Prinzip keine Steuern. Gute Einstellung, wenn das jeder so macht. Ich würde gerne etwas kaufen. Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn?
Verkaufen Sie zufällig Magierdiplome? Magierdiplome haben Sie nicht zufällig. Oder vielleicht Einladungen des Erzmagiers. Sind geradeaus. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Okay. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Okay, und dann gehen wir jetzt mal zu Meister Markus. Ein Wetterquarz in einer Zaubererschule. Ob meine Eltern akzeptieren, dass ich anders bin? Oh. Ui. Kann ich dir helfen? Ich muss ganz dringend zum Erzmagier. Was haben Sie für eine schöne Brille? Ja, erstmal ein Kompliment. Was tragen Sie denn da für eine schöne Brille? Ach das. Das ist eine magische Brille. Damit können wir Magier unsichtbare Geheimschriften lesen. Sowas gibt's? Freilich. Viele Magier sind sehr misstrauisch und hüten ihr Wissen wie einen Schatz. Und was lesen Sie da? Kleinanzeigen im magischen Wochenblatt. Ui. Ich muss ganz dringend zum Erzmagier. Ich muss ganz dringend zum Erzmagier, Meister Markus. Und warum behelligst du mich damit? Der Erzmagier und ich, wir sind nicht unbedingt die besten Freunde. Ohne ein Magierdiplom werde ich nicht in die obere Hälfte der Stadt gelassen. Verstehe. Und was soll ich dagegen tun? Ich dachte mir, naja, vielleicht könnten Sie mir ein Diplom leihen. Ich muss den Erzmagier nur ganz kurz sehen und ihm etwas geben. Etwas Wichtiges. Schon klar. Alles, was der Gute macht, ist schließlich wichtig, oder? Aber ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht einfach irgendwelchen Leuten Diplome ausstellen. Die Magiergilde hat mich sowieso schon auf dem Kieker. Warum die Frames immer zwischendurch kurz droppen, verstehe ich nicht. Aber ich muss zum Erzmagier. Können Sie mir denn nicht helfen? Gibt es denn gar keinen Weg für mich? Ich muss dem Erzmagier etwas geben. Ich werde es ihm nicht hochbringen. Und Jorge, der Krämer, darf nicht in die obere Stadt. Gib's der Stadtwache, die kann es hochschaffen. Das kann ich nicht. Ich habe geschworen, es dem Erzmagier persönlich zu geben. Dann, mein kleiner Freund, musst du wohl Diplom-Magier werden. Was haben Sie gegen den Erzmagier? Warum mögen Sie den Erzmagier nicht? Hat er Ihnen was getan? Nein, es ist... Wir kennen uns nur schon verdammt lange. Unser ganzes Leben, könnte man sagen. Und er fällt mir auf die Nerven. Wieso? Sein erhobener Zeigefinger... Sein Idealismus, sein... Er sieht immer nur das Gute in allem. Was ist falsch daran, an das Gute zu glauben? Nichts, habe ich auch mal. Aber wenn man sich ansieht, was aus dieser Stadt geworden ist, mit so vielen anderen Städten geschieht, dann muss man schon ein Idiot sein, um nicht an allem zu zweifeln. Ich habe keinen Grund dazu. Dann bist du ein glücklicher Gnom. Ja, kann ich denn Diplom-Magier werden? Kann ich das denn? Diplom-Magier werden, meine ich? Na klar. Jeder kann doch alles werden, wenn er es nur genug will, oder? So ist es. Nein, so ist es nicht! Aber ich kann es versuchen. Die meisten haben nur so wenig Magie in sich, dass sie in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Zauber zustande bringen. Ich will's versuchen. Das ist doch Blödsinn. Was soll ich sonst machen? Ich werde bestimmt nicht hier herumsitzen und nichts tun. Also... Wie kann ich Schüler werden? Also gut, Herr Gnom. Wilbur Wetterquarz. Wenn du an dieser vortrefflichen Zaubererschule aufgenommen werden willst, Wilbur, brauchst du drei Dinge. Du brauchst eine Magierrobe. Aber natürlich nicht irgendeinen Fummel. Was Repräsentatives aus Magie gewirktem Stoff. Dann brauchst du einen Zauberstab. Das ist dein wichtigstes Werkzeug als Magier. Und drittens... Einen Haufen Gold. Gold? Einen ganzen Haufen.
Wenn ich schon meine Zeit verschwende, dann will ich wenigstens dafür bezahlt werden. Also schön. Und wie schnell kann ich dann mein Diplom bekommen? Das hängt ganz von dir ab. Als Schüler dieses Hauses kannst du jederzeit deine Prüfung ablegen. Einige schaffen es recht schnell, die meisten nie. Okay, haben Sie doch eine alte Robe für mich? Haben Sie nicht vielleicht noch eine alte Robe, die ich tragen könnte? Mit Sicherheit nicht in deiner Größe, kleiner Mann. Außerdem ist es Tradition, dass sich angehende Magier ihre erste Robe selbst schneidern. Kannst du das? Ich war immer gut in Handarbeiten. Das ist gut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie albern viele Magier mit ihren selbstgeschneiderten Roben aussehen. Oder ohne, wenn ein Windstoß kommt. Magierroben müssen aus einem besonderen Stoff geschneidert werden. Magiegewirktem Stoff. Er schützt dich vor vielen einfachen Zaubern und Flüchen. Aber dafür kann er auch nur mit einer magischen Nadel genäht werden. Also ich brauche magiegewirkten Stoff sowie Nadel und Faden. Das ist klar. Und ich brauche ein Schnittmuster. Immerhin kenne ich mich mit Magierroben nicht aus. Okay. Wer kann mir einen Zauberstab verkaufen? Kann ich hier in der Schule einen Zauberstab kaufen? Oder wo gibt es die? Man kann nicht einfach irgendeinen Zauberstab kaufen. Der Stab muss zum Zauberer passen, verstehst du? Der Stab sucht den Zauberer aus, nicht umgekehrt. Frag mal Jorge, den Krämer, ob er ein paar Stäbe da hat. Es sind in letzter Zeit eine Menge gute Zauberer umgekommen. Vielleicht hast du Glück. Okay. Wer kann mir einen Zauberstab verkaufen? Ja, das ist ja immer das Gleiche. Woher soll ich nur einen Haufen Gold bekommen? Ich bin ein armer Gnom. Woher soll ich nur einen Haufen Gold bekommen? Wenn ich wüsste, wo hier in der Gegend Goldhaufen herumliegen, dann hätte ich mir selbst schon den einen oder anderen geholt, oder? Kann ich meine Schuld nicht vielleicht bei Ihnen abarbeiten, nachdem Sie mich als Schüler aufgenommen haben? Ha! Mit ehrlicher Arbeit kann ein Gnom nicht so viel verdienen. Soll ich es etwa stehlen? Zwischen ehrlicher Arbeit und Stehlen gibt es noch viele Abstufungen. Nimm Wuppermann, den Schausteller. Er ist sehr reich. Und das ohne je gearbeitet zu haben. Und ohne jemals gestohlen zu haben. Wie geht das? Er kennt die Torheit der Leute und nutzt sie aus. Frag ihn. Wie finde ich ihn? Sein Wagen steht draußen auf den Auwiesen. Hier, nimm das. Eine Postkarte? Sie zeigt dir die wichtigsten Punkte hier in der Nähe an. Du kannst sie benutzen, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Okay. Habe ich nicht ganz alles mitgekriegt. Ich musste eben nebenbei niesen, damit die Nase staubt. Aber ich kann es nicht nochmal anklicken. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Okay, damit wisst ihr jetzt mehr als ich. Ich habe den Rest des Gesprächs eben nicht mitgekriegt. Aber ich musste mich schnell das Niesen schnappen. Okay. Gucken wir uns hier mal um. Vielleicht ist sie mit magischer Kreide beschrieben. Sie ist leer. Aber sie hätte mit magischer Kreide beschrieben sein können. Eine stilechte Tafel für eine Zaubererschule. Mit dem Kopf sieht sie fast lebendig aus. Sie ist lebendig. Tatsächlich? Ja, und mit magischer Kreide beschrieben. Ich hab's gewusst. Du glaubst doch alles. Okay, das Bücherregal. Ich würde einiges dafür geben, in diesen Büchern zu lesen. Aber das dürfen bestimmt nur Schüler. Ich würde einiges dafür geben. Okay. Das ist eine Art Kochnische. Es gibt jede Menge Zutaten, die man im Kochtopf zusammenrühren kann. Dürfte ich vielleicht einmal kurz... Nein. Aber ich... Nur für Schüler. Okay. Dürfte ich vielleicht einmal... Nein. Aber ich... Nur für Schüler. Okay, die Kochnische. Spiel. Was ist das? Ist das ein Spiegel? Ich kann mich in ihm nur schemenhaft erkennen.
Der Rahmen ist massiv und mit allerlei Fratzen und Schädeln verziert. Und die Spiegelfläche fließt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Der Rahmen ist massiv und mit... Ich habe so... Okay. Nichts auf dem Tisch, sag mal. Wie viele junge Menschen hier wohl schon zu Zauberern ausgebildet wurden? 3. Ui. Ui. Ein ranziger Karton mit einigen seltsamen Gegenständen. Die meisten sind ziemlich verstaubt. Meister Markus, was sind denn das für Sachen in diesem Karton? Ah, das ist nur alter magischer Krempel. Bedien dich. Sehr gut. Danke. Hier ist eine Nadel und etwas Garn. Und hier sind 3 kleine Glaskolben mit farbigen Tränken. Alle mit Korken verschlossen. Hm, der Rest scheint wirklich nur Krempel zu sein. Wo ich denn nochmal die Landkarte her? Das ist eine Landkarte der Gegend hier. Mit ihr kann ich zum Beispiel schnell von hier nach da kommen. Ach so. Unterstadt, Oberstadt. Was ist das? Gucken wir gleich mal. Das war nicht alles auf einmal. Hier ist noch eine Kristallkugel. Eine schöne Kristallkugel auf einem kleinen Ständer. Hm. Sie sieht für mich völlig durchsichtig aus. Kein Nebel, kein brennendes Auge und keine Zukunftsvisionen zu sehen. Meister Markus, kann man mit der Kugel die Zukunft vorhersagen? Ach was, das ist alberner Hokuspokus. Dafür braucht man Teeblätter oder Tarotkarten. Und warum haben Sie dann die Kugel? War ein Werbegeschenk. Darf ich sie haben? Von mir aus. Unter dem Kopf hängt ein Holzschild mit einem Spruch. Das Schaf, der beste Freund des Magiers. Es beschützt uns, es hält uns warm. Ui. Ui. Schafe sind ein wenig wie Kühe. Kleine, wollige Kühe. Aha. Können wir nochmal reingucken? Ein alter Stoffteddy, ein aufgerissener Lederbeutel, etwas Seife. Das interessiert mich alles nicht. Ein geschorenes Schaf, glaube ich. Schafe sind gefährlicher, als man uns glauben machen will. Sie verbergen etwas, sagt Opa. Okay. Sagt er alles doppelt. Gut, dann gehen wir erstmal raus, wieder mit Jorgos. Na warte, du! Du! Ah. Was ist denn da los? Bin ich der Diebe? Ah! Wow, ein Superschurke. Ich krieg dich noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, früher oder später bist du dran. Okay. Hallo, Herr Krämer. Ach, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Ich bräuchte einen Zauberstab. Haben Sie welche vorrätig? Natürlich. Ich habe die größte Auswahl an Zauberstäben weit und breit. Hervorragend! Aber du weißt, Zauberstäbe müssen zum Zauberer passen. Er müsste also schon selbst vorbeikommen und die Stäbe ausprobieren. Ich bin der Zauberer. Bald. Du? Der war gut. Ich meine es ernst. Ja, ich habe keine Zeit für Kinderkram. Aber ich brauche einen Zauberstab, um in der Zaubererschule aufgenommen zu werden. Bitte, lassen Sie es mich probieren. Wenn's denn sein muss, komm her. Hier, wedel mal damit in der Luft herum. Harry Potter-Anspielung.
nichts. Probier diesen. Besteht aus 5¼ Zoll Balsaholz mit dem Rückgrat eines Wattwurms. Oh, das kann jetzt lange dauern. Später. Ich hab genug, mir reicht's. In dir steckt nicht ein Funken Magie und ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Aber das waren doch erst 4 Zauberstäbe. Ich habe trotzdem genug davon. Mehr habe ich auch nicht. Pech gehabt. Such dir woanders einen Stab. Danke für Ihre Hilfe. Es steckt in mir. Ich weiß es. Ich muss nur den richtigen Stab finden. Ja, den finden wir. Okay, wir sind bei 20 Minuten angelangt. Das Gespräch führen wir nachher noch weiter. Also in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Euer Tronic.